So, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Warte, warte, warte. So, wupp dich. Kommen Sie mal rein. Immer reingefahren, natürlich. Kommen Sie mal rein. Jochen, ne? Alter Schneeschuh, komm mal rein, gib mal die Scheiße her. So, das war's auch schon, ne? Mehr haben wir nicht gekauft. Tschüss, Jochen. Mach's gut, Jochen, ich mach dir die Scheiße zu. Verpiss dich. Dädelüdelü. So, Jochen, hau ab. So. Tschüss. Okay. Ciao. Cool. Kunde an Kasse 1. Sag mal, ist Julie nicht mehr in der Kasse? Oder wer auch immer da gerade steht? Ach, Amelie, doch, alles klar. Amelie ist aber gleich auch schon down, ne? So, warte. Schön die Kippen rein in den Hals. Mmh. Oh, Alter, was ist mit dem Eis? Na gut, hab ich jetzt mal rein. Alter, hä? Wo sind die Sachen alle? Wow, Popcorn haben wir wirklich genug. Heilige Scheiße, die kaufen uns halt komplett leer, ne? So. Okay, geht immer noch. Klar, cool. Junge! Okay, jetzt ist aber vorbei. Okay, Kunde an Werkstatt, ich guck gleich mal. Erstmal hier. Mann, beeilen Sie sich mal ein bisschen. So, warte. Ja, alles super. So. Super. Super duper. Fragiles Experimentet. Great. Ich warte auf den Bus. Ich warte einfach auf den Bus. Oh Gott, ich glaube, ich muss wieder aufräumen, ne? Also erstmal, der Müllsack ist gleich voll, wie es aussieht. Ah, ich hasse das. Okay, zack. Und dann machen wir mal eben. Es gibt ja 30.000 Polizisten gefühlt. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss ganz kurz eben den Kassentypen austauschen, ne? Ja, 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 habe ich mir gedacht. Okay, warte, warte. Julian muss wieder ran. So rum ist das. So, Julian kriegt erstmal Geld. Das ist ja gar nicht gewohnt. Und dann hier ab an die Kasse. So. Wie sieht's denn hier aus? Okay, warte mal, bevor das hier wieder eskaliert alles, ne? Julian! Los, Muskelshirt drüber. Arbeitszeit. So, warte. So, darf ich mal kurz hinterherfegen mit ihren schmutzigen Füßen und so? So, ist wieder sauber, alles klar. Weißt du was? Und hier mache ich mal. So, Präventivschlag. Wupp! Woran liegt's denn heute? Was kann ich Ihnen heute Gutes tun? Alles klar. Erstmal hier natürlich alle Reifen rein. So, das sieht doch schon mal fantastisch aus. Gut. So, wat? Okay, ich stehe mal an der Kasse und sehe gut aus. Julian, du bist ein Naturtalent. Da bist du einfach ein Naturtalent. Was haben wir noch Schönes hier? Die Batterie. Braucht neue, was? Braucht neue Autobatterie. Keine Produkte mehr an Öl. Wo kommen die Batterien hin? Car Battery. Ah, alles klar. So, place all. Naja, viele haben wir jetzt nicht, ne? Aber die waren halt auch teuer. So, was? Okay. So, ran da. Und zips und saps. Schon auch mal fertig. Nice. Alte Batterie, ich schmeiß die einfach in normalen Hausmüll, ne? Das ist kein Problem. Die wird einfach normal entsorgt. So. Tschüss. Danke für Ihr Vertrauen. Kunde an Kasse. Ich lasse das Feuerwerk mal lieber weg, ne? Sonst wird zu viel. Woo! Ja!
Partybus, Leute, Partybus. Ich gehe schnell auffüllen. Und vor allem gehe ich mal schnell fegen. Die sollen ja auch zufrieden sein hier. Nein, ich habe eine Zeitschrift genommen aus Versehen. Keine Produkte mehr. Oh nein, keine Produkte mehr. Nein, keine Produkte mehr. Nein. Aber Kippen haben wir noch, ne? Karkehr haben wir auch noch. Du alter Karkehr. Den Witz bringe ich tausendmal. Okay. Da haben wir nichts. Hüte noch schneller ins Regal. Die kaufen ja alles, ne? Aber die guten Hüte, nicht die, die teuren. Und ein paar Aluhüte. Und, the smell is horrible. Ja, das ist natürlich das Wichtigste. Oh, und jetzt wieder Buggy, okay. So. Nein! Ja, geht an die Kasse. Kauft Produkte. Party. Das Leben ist gut, wenn man Produkte kauft. Das weiß man doch. So. Komm, ich wische euch mal hinterher. Soll ja auch sehr schön sein hier, ne? Bin ich froh, dass wir bei der Toilette nicht mehr machen müssen übrigens. Woo! Ja, 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 ja. OK-Pflegeprodukte, natürlich. So, ach, schön. Achso, ja, Entschuldigung, wir haben ja gerade ein bisschen Party gemacht. Entschuldigen Sie bitte, ja? Natürlich kommt der Kraftstoff, kommt natürlich sofort. You're amazing. Natürlich, natürlich. Ja, was darf's denn hier sein? Warte. So. Have a nice day. Hab ich schon, dankeschön. Mit Partybus habe ich immer nice day. Nehmt mich mit, ich will hier nicht mehr arbeiten. Nehmen Sie mich bitte mit. Nehmen Sie mich bitte mit. Ich kann in die Menschen hineinsehen. Ich habe dieses Talent. Ich will da rein. Ich will da rein. Nimm mich mit. Wow. Errungenschaft. It's raining cars. Wow. Schön ausgestellt jetzt hier der Partybus. Okay. Gehen die jetzt da rein oder? Kunden an Kasse. Das machst du. Ja, das passiert aber schon, ne? Okay, cool. Aber gehen die jetzt in den Partybus oder? Ich guck mal ganz kurz. Ja, Onkel, ich komme ja gleich. Ich habe Wichtigeres erstmal hier. So, Echsenmensch, zeig mal her. Okay, der. Was ist denn? Warum? Okay. So, ab geht's nach oben. Transporterstrahl aktivieren. Woo, in den Weltraum. Ist das der Bus mit den Leuten, die es interessiert? Das ist der Bus mit den Leuten, die es interessiert. Und die sind alle hier. Überleg dir das mal. So. Der hat nicht bei dir angehalten. Der hat hier angehalten. So, zack. Aber fährt der Bus dann auch los, wenn die alle eingestiegen sind? Das würde ich gerne wissen. Oh, schade. Schade. Thank you. Ich glaube, ich muss den wegfegen, sonst kommt er nicht wieder, ne? Ich glaube beinahe. Oh, Werkstatt, Kraftstoff, wat. Ich glaube, ich muss den. Ach, da hinten. Ich sehe dich doch nicht mit deiner Nuckelpinne. Was ist denn das für eine kleine Karre? Das Benzin ist mehr wert als ein Auto, Junge. Was ist das denn? So, warte. Ich mach mal hier wieder. So, let's go. Zeig mal her deinen Reifen. So, einfach mal das Gummi wechseln. Ist das Gummi durchgebrannt? So, let's go. Und ran da. Oh, Spiegel will's aber nicht haben. Nee, okay, gut. Ich habe ja keine Spiegel mehr. Ich habe hier nichts zu verschenken, Gnädigste. Ich habe nichts zu verschenken. Aber ein bisschen Öl. Bisschen Öl können wir schon dran drehen. Der Bug wird immer schlimmer statt besser. So. Und rein mit der guten Blöre. So, ciao. Ich muss den Bus wegfegen. Der wird sonst für immer da feststecken, glaube ich. Super.
Super, amazing. This is amazing. Okay, ciao. Ne, komm, ich helfe dir nochmal. Komm. Husch, husch. Husch ins Körbchen. Grüß mir die Ferne, Fremde. Okay, so. Sonst kommt er nicht wieder. Niklas, auf die Dankeschön, Niklas. Dankeschön. Und guten Morgen. Der Morgen fängt gut an, wenn man hier wieder fegen muss. Ich würde mir gerne die Dame... Wir haben noch jemanden zum Fegen hier, ne? Aber der fegt so unglaublich schlecht. Weißt du, was ich meine? Es ist so... Okay, und jetzt müssen wir nochmal Lieferung machen. Aber das Problem ist, wir brauchen halt alles gefühlt, ne? Erfrischungsgetränke brauchen wir. 2, 3, 4. Wir brauchen Snacks, brauchen wir halt auch unbedingt. 1, 2, 3. Ne, Popcorn eigentlich nicht. So, wie viel haben wir denn? Wie viel Platz? Okay. Autopflege haben wir da. Ist da preislich wieder irgendwas? Cleaning Sponge. Wie viel können wir da jetzt noch machen? 516. Komm, wir machen eine Runde und dann machen wir noch eine Runde. Zeitungen brauchen wir eigentlich auch. Zigaretten, Eiscreme brauchen wir. Boldberries. Wie viel habe ich denn jetzt noch? Okay, einmal. Einmal noch. Zweimal sogar noch. Nein, 601! Nein! Nein! Okay, ein Cleaning Sponge. 571, dann mache ich Bold Almond. So. Let's go. Spiegel machen wir auch gleich. Spiegel machen wir auch. Stimmt, hätte ich gerade machen sollen. Aber das war gerade die andere Produktbestellung. Spiegel werden anders bestellt. Oh. Nice. Warte, warte, warte. Entschuldigung. Ja, das steht doch nicht vom Müll. Du hast ihn auch voll gemacht. Du alte Truller. Hau ab jetzt. Oh, cool. Ich bin, King of the Hill. King of the Müll Hill. Ich muss den langsam mal entsorgen lassen, den Müll, ne? Ich weiß nicht, was nötig ist. So, okay. Dann nochmal ganz kurz hier unsere Tankstars. Kunden an Kraftstoff, Kunden an Werkstatt, schon wieder Müll voll. Was ist denn mit euch los, Leute? Also ganz ehrlich, jetzt reicht's mir. Ich bin auch keine Müllstelle. Lasst doch die Scheiße in eurem Auto, wie normale Menschen das machen. So. Okay, let's go. Schon wieder Nuckelpinne. Ich hoffe, das Benzin ist nicht zu schwer für deinen Wagen, ne? Für die 3 PS. So, okay, weiter geht's. Da. Kraftstoff wird auch knapp. Ja, aber noch habe ich keine Warnung deswegen. Können wir gleich mal wieder bestellen, aber naja, geht schon. So. Dr. Crazy will unbedingt eine Auszeit. Ernsthaft? So, warte. Alles klar, schön die Tür machen. Wunderbar. Lieferung, Lagerhaustor, da können wir auch gleich machen. So, das war's schon. Cool, ciao. Das war... Schnauze. Das war sehr angenehm. Wupp. Da. So, auf geht's. Ich weiß nicht mal, was ich gekauft habe, alles. Ich vergesse das immer. Wir brauchen eigentlich unbedingt ein größeres Lagerhaus, ne? Warum bist du heute so leicht gereizt im Game? Heute? Ich bin hier immer gereizt im Game. Ich hab seit 2 Wochen im Game nicht geschlafen. Und gegessen haben wir auch noch nichts. Also, ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, aber, ne? Würde ich sagen. So. Seitdem wir die Tankstelle übernommen haben, haben wir nicht einmal geschlafen. Nicht ein einziges Mal und sind nur rotieren 24/7. So, wollte ich nochmal kurz anmerken. Ja, also, puh. Den. So, Kraftstoffmenschen. Während hier wieder alles zudreckt. Och, Leute. Und der Müll ist schon wieder voll. Ich weiß gar nicht, wie schnell das hier geht. Ich komme gleich zum Kraftstoff. So, nein. Aus dem Weg. Deswegen bin ich gereizt. Weil die alle dumm sind hier. Außer mir. Ich bin doch kein Dumm. So. Awesome. Auf geht's. Jo, dankeschön. Tschüss. Vielen Dank. Wir sehen uns mal wieder. Ciao. Grüße Frauen und Kinder. Tschüss. Great.
Ja, super gern. Ich habe hier Blubberlutsch, habe ich ja mal reingefüllt. Zack. So. Bleifrei. Nein, man kann noch mehr Mülleimer aufstellen, geht leider nicht. Das wäre mein persönlicher Traum, aber vielleicht auch mein persönlicher Albtraum. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, Gong ist gereizt, weil es keine Tanzmädchen gibt. Ja, Julian, kannst du das mal übernehmen, bitte, den Part? Oh, wir haben keine Zeitung mehr. Okay, hier mal 10, 10, 10, 10. 10, 10, 10. Naja, ein bisschen Abwechslung ist ja da. Hat man noch Eis? Jawohl, 10, 10. Alle. Alle. Zigaretten, alle. Brüllen? Vintage Glas, ich mache hier 10, 10. Mehr gehen nicht, ne? Nee. Hüte? Alle. Alle Aluhüte, sehr gut. So. Getränke. Oh, Alter, Getränke. Ich sollte erstmal keine Getränke mehr kaufen, ne? Wir müssen hier erstmal so und so. Kraftstoffstatus niedrig, alles klar. Ich guck mal kurz. Lieferung. Kraftstoffvorrat. Machst du mal alles. So, Julian ist gleich erschöpft. Klar, der hat ja schon wieder 2 Minuten gearbeitet. Da muss dann Julian erstmal Pause machen. 3 Stunden. Das ist normal. Das steht in seinem Tarifvertrag. Der Julian ist auch fast ausgestorben. Den gibt's nur noch einmal. Deswegen muss man dadurch auch mal Rücksicht nehmen. Das ist klar. So. Okay, cool. War anstrengend? Ja, das glaube ich. Dann gönn dir mal eine kleine Auszeit. Du hast heute minus 150 Dollar verdient. Was dauert dann so lange? Tschüss, okay, Angestellte. Dann gucken wir gleich mal weiter. Amelie, spreche. Die kriegt erstmal ihr Geld, aber nur auf letzten Drücker. Und dann würde ich sagen, wir gehen in die Kasse. Ich mache hier gar nichts. Ciao. Gucken Sie mich doch nicht so an. So, der braucht noch ein bisschen. Wir gehen gleich mal ans Telefon, ne? Ich glaube, wir können es gleich wieder riskieren. Andi, wir machen jetzt mal Kraftstoff auftanken und dann gucken wir mal. So. Das sind unsere letzten Tröpfchen hier. Incredible! Incredible! Kunden an Werkstatt, warte mal kurz. Da-da-da-dam. Da-da-da-dam-da-dam-da-dam. So, okay, 2 Reifen. Was macht ihr denn mit euren Reifen, Leute? Was macht ihr nur mit euren Reifen? So. Boah, Druf da. So, Reifen schön neu aufgezogen, zack. Und dann hier auch nochmal, ne? Bist du wieder Passkontrolle geflohen, wa? Wieder schön fett über Nagelgitter drüber. Aber seitwärts, das können die hier. So. Ja, ja, bei uns ist gerade alles leer. Alles. Oh, Spiegel. Wir brauchen erstmal Spiegel. Lieferung, Autoteile. Batterien sind immer noch nicht günstig. Nichts günstiges. Autospiegel. Oh Gott, die sind teuer. Bestell mal 6. 420. Leck mich am Arsch. Die sind wieder günstig. Solange die so günstig sind. Kratzerentferner. Ich bestell mal kurz, weil die echt günstig sind, ne? Und dann noch Lieferungen, Produkte. Mache ich gleich hinterher. Was brauchen wir denn noch alles? Snacks bräuchten wir noch, theoretisch. Mache ich nochmal schnell. Aber was haben wir noch alles? Autopflege haben wir halt gar nichts. Zeitungen brauchen wir unbedingt. So. Brillen haben wir noch ein paar. Hüte haben wir gar keine mehr. Schwämme waren grün. Ja, aber die haben wir schon. Schwämme haben wir schon. Boah, das hier ist furchtbar. Alk. 720. Oh, fuck. Fuck my life. Okay, dann würde ich sagen, hier erstmal. Weil wir gerade Werkstatt bestellt haben, ne? 25. Naja, okay. Ich bestell gleich mal nach. Weil wir gerade für die Werkstatt bestellt haben.
Warum hupen die denn hinten so furchtbar? Ach! Oh, ganz vergessen. Elon! Elon! Elon, das Rad! Elon, du musst das Rad drehen! Das eine Rad, Elon! Dort, das Rad! Elon, warum? Warum tust du das, Elon? Ach, weil nichts in deinem Kopf ist. Weil dein Kopf einfach leer ist, du Hohlfrucht. Ach, Elon. Ich hab dich ja trotzdem lieb. So. Zack. Okay, dann machen wir hier nochmal Wumm. Cool. Telefon klingelt. So, Kunde an Werkstatt. Ja, ich weiß. Oder ist das schon wieder ein neuer Kunde? Ist der alte schon abgehauen? Nee, ne? Kann er ja nicht. Okay. So, warte. Ah, es ist einfach... Naja, es ist halt ein Job, ne? Einer muss ihn hier machen. So. Bup. Ah. Du hältst erstmal schön ein. Ist das der Weihnachtsmann? Warum hast du eine rote Mütze auf? Bist du der Weihnachtsmann? Bringst du Geschenke? Dann zahle ich nichts. So, bitteschön, hau ab hier. Mein besserer Freund ist da, der Weihnachtsmann. Komm rein. Komm, du. So, warte. Gleich mal alles raus hier, dann alles in die Regale. Wir brauchen... Ich wünsche, wir hätten ein größeres Lagerhaus. Das ist halt echt das Schlimmste, ne? Das Schlimmste. Dedelüdelü, ja, hau ab jetzt. Ciao, Weihnachtsmann. Tschüss. Oh, ich mag nicht alles. Ich brauche Urlaub. Ich wünschte, ich könnte mit dem Bus in Urlaub fahren mit ein paar Tanzmädchen und Obdachlosen, der aus dem Fenster pisst. Das wäre meine Art von Urlaub. So, ein Müll ist wieder voll. Das ist immer was ganz Neues. So. Lagerhaus upgraden, du Scherzbold. Kann ja mal dein Gesicht upgraden. So. Ich werde doch nicht aggressiv, was? Okay, dann fege ich nochmal schnell hier durch, weil die schon wieder, weil die alles... Ah, Junge, Junge. So, warte. Okay, dann hier nochmal. Wuppdo. Okay, schnell alle Zeitungen rein. 10, 10, 10, 10. 10, 10, 10. Geht eh nicht mehr, ne? Okay. Cool, Alkohol haben wir nicht. Snacks hat man noch. Snacky. 10, 10, 10. Okay. Snacky geht. Haben wir Eis bestellt. 10, 10, 10. Okay, mehr geht nicht. Da haben wir keine Produkte mehr. Zigaretten haben wir keine Produkte mehr. Was kaufe ich überhaupt? Ich kaufe die ganze Zeit irgendwas, aber nichts kommt angefühlt. So. 5, 5. Okay, mehr geht eh nicht. So, warte. Pizza Salami mit viel mehr Käse. Oh, da hab ich grad voll Bock drauf. Das ist eine geile, fette Salami-Pizza. Mit richtig geil Käse drauf und nochmal extra Käse. Was denn das? Sag mal. Dein Auto fliegt doch weg! Wenn hier ein Sturm kommt, passt ein bisschen auf, ne? So, warte. Ich komm, place all. Wupp. So, Lagerhaus machen wir so nämlich wieder ein bisschen leer. Wo ist denn? Wir haben noch zwei Spiegel. Cool. So, warte, place all. Nice. Und hier nochmal place all. So, drei Reifen haben wir jetzt auf Vorrat. So. Okay, cool. Wir hatten also noch einen Spiegel. Das ist natürlich, da sind ja wirklich noch ein paar. Ich habe die gar nicht gesehen. Ne, warte mal. Die waren jetzt neu. Die haben wir ja geholt gerade. Klar. Entschuldigung, ich bin auch ein bisschen überlastet hier gerade, ne? Es ist einfach... Dieser Job, der zerrt einfach... meine Nerven? Was denn noch? Autobatterie? Okay. Das war ja sehr gut ersichtlich, klar. Da hätte man noch drauf kommen müssen. So. Weg mit dem Hobel. Und der Müll ist wieder voll. Alter, was machen die denn da drüben? Wieso ist der Müll alle zwei Sekunden voll? Die kommen doch nur hierher, um ihre Scheiße abzuladen. Mann, ich bin langsam erbost. Ich mache hier bald dicht, wenn das weiter so geht. Ich komme doch hier nicht mehr hinterher. Was soll... Verpiss dich! Mit deinem komischen Billo-FIFA. Fila. Entschuldigung. Also langsam... Ne? Ich bin halt eine Minute raus und ich glaube, die kommen mit ihren Müllbeuteln und laden die einfach hier ab. Weil die wahrscheinlich zu Hause ist günstiger, als den Müll zu Hause abholen zu lassen. Würde ich behaupten. Ich glaube, so machen die das. Ne, Amelie?
So. Was ist denn hier wieder? So. Natürlich ist ja gerade eine Session im Gange. Ich will da nicht stören. So. Erst die Minuspol abklemmen, dann Pluspol. Ist mir scheißegal. Ich habe hier andere Probleme, ja? Wenn du meinst, du kannst es besser machen, dann kommst du rum und machst du das jetzt in Zukunft. Mr. Neunmal klug, Herr Nice Weiß, ja? Bitteschön. So. Vorm Fernseher sitzt so ein Bundesliga-Trainer sein, wa? Dellüdelü. So, ich würde sagen, wir gehen ins Telefon. Was soll jetzt noch passieren? Onkel. Finally, it's over. Where was I? All right. I need your help. Was? We have to be fast about it. Little Birdie told me that someone is passing through Route 66 with quite valuable cargo. Was? You know how to lockpick, right? Nein. Just crack open a few trunks. Was? Of course. You don't have to participate. I've got other ways of getting what I need. But don't you want to make your uncle happy? Nein. Seit der Weihnachtsfeier nicht mehr. Lass mich in Ruhe. Ruf mich nie wieder an. Ich hasse diesen Onkel. Ich hasse diesen Onkel. Bis aufs Blut. So. ...21.30, Aufgabe, schließe alle Ziele ab, Autos betankt, erhaltenes Trinkgeld, Autos reparieren, bediene Kunden im Laden. Okay, um die Tankstelle... Übrige Zeit, was? Verbleibende Autos? 10? In 10 Minuten? Was? Aber ich muss noch arbeiten, Onkel. Und das Game war halt nicht so geil, ne? Wie war das nochmal? Wow, 5,4 $. Das sind die Reichtümer. Oh ne, durchschnittlich. Drakena Varigata, cool. Ist halt wirklich wie Skyrim schlecht. Ist wirklich so. Und auch in sehr langsam. Okay. Eine alte Uhr. Cool, Onkel, cool. Cool, cool. So, ach, haben wir schon. Kann nicht geöffnet werden, klar. Sieht das, wenn ich das hier mache? Meister, das schaffe ich nicht. Das ist mir zu hoch. 8 Minuten haben wir nur noch Zeit. Wir haben gar nicht so viele Kunden hier gerade. Okay, zwischendurch muss ich aber noch an Kraftstoff gehen. Die Leute wollen ja tanken, ne? Klaust du gerade von Kunden? Nee, das sind die Leute, die ihren Müll hier abladen. Die richten jetzt eine entsprechende, unfreiwillige Gebühr aus. Nennen wir sie semi-freiwillig. Die kommen ja schon hierher, die wissen ja schon... Hä? Der hat sich ja mal umgedreht. Wow, super. So. Das geht einfach wieder zu? Hä, das geht einfach wieder zu, warum? Warum geht das einfach wieder zu? Hä? Das Fenster schließt sich einfach wieder. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Es geht aber wieder zu. Ich mache nichts und es geht einfach zu. Wow. So, warte. Sag mal, hä? Ich versuch's halt ganz normal und das geht... einmal wieder zu. Ich kann... Dieses Schlossspiel ist halt echt scheiße. Nee, Meister, das ist eine gute Idee. Das Schlossspiel ist leider echt scheiße, weil es mega unausgegoren ist. Ich mag das nicht. Es macht keinen Spaß. Nicht wie in Skyrim. Und es geht immer wieder zu. Es geht einmal, weißt du was? Fuck it. Scheiß drauf. Das Spiel ist einfach nicht ausgegoren genug, dass man es spielen kann. Keine Ahnung warum. In Skyrim jedes Schloss, in Fallout jedes Schloss mit Leichtigkeit. Keine Ahnung.
Ist ein Bug. Ich hatte das letzte Mal aber auch schon. Und dadurch macht es halt keinen Spaß, weil das Fenster immer zugeht und du musst immer wieder von vorne anfangen. Und manchmal geht es einfach zu, obwohl du nicht mal was gemacht hast. Keine Ahnung. Und das nimmt leider... Das Schlossspiel ist leider doof. Ich muss es leider sagen. Das Spiel an sich gefällt mir sehr gut. Das Schlossspiel ist leider kacke. So. Angestellte zum Knacken einstellen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. So, alles was ich hier vollstelle, haben wir nicht mehr im Lager. Alkohol, Kippen und Carcare. Alkohol, Kippen und Carcare. Alkohol. Ich glaube, das reicht erstmal. Hoffe ich. Kippen. So, und Carcare ist wahrscheinlich teuer. Ich bestell trotzdem mal. Wo ist denn das hier? Auto, wo ist denn die Autopflege? Da. Wie viel haben wir jetzt? 730. Oh Mann! Fünf von 600. Warum habe ich so wenig Platz da drüben? Wieso haben wir so wenig Platz? Wieso ist das la... Oh, 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 Angestellte Julian! Julian, hier deine Kohle, bitteschön, ich bezahle alles, geh ab in die Kasse, ich will nichts mit Menschen zu tun haben, lass mich in Ruhe. Fort. So. Das ist aber merkwürdig. War du für 100 für Getränke geworden? Ah, okay, das kann. Ja, okay, scheiß Getränke. Ja, kann sein. Ja, das ist möglich. Oh, wie sieht's denn hier aus? So, jetzt aber voll hier, ne? Morgen! Hab gerade aufgeräumt, hab frisch gewienert, kommen Sie rein, natürlich. Alles blitzeblanke hier, ne? Immer nur der beste Service und natürlich die besten Wünsche. Zack. So, hoch mit dem Ding. Wo fehlt's denn heute, hä? Oh, Sie haben bestimmt eine schöne Haut. Sie haben eine richtig schöne Haut. Können Sie mir eine Creme empfehlen? So, ich mach mal hier weiter. Schöne Haut haben, aber fahren wie Scheiße, wa? So. Okay, Randa. Randa, Randa. Wupp. Heißer Weih ist die Hautcreme. Oh, nice. Die gefällt mir am meisten. Von der habe ich viel gehört. Okay. Dann ran hier, so. Ich mache in die Kratzer nochmal raus. War bestimmt wieder die Ex, ne? Klar, man kennt's. Ja, ja, mit den Fingernägeln hat sie einfach. Einmal mit den Fingernägeln direkt über die Autotür. Das ist schon sehr unsensibel. So. Ich meine, bei 7-mal betrügen, da muss man jetzt auch nicht so unbedingt ausflippen, ne? Sehe ich genauso. Hahaha, unter Kerl, so, ah, ja klar. Ab 10-mal, okay. Aber 7-mal ist noch im Limit. Muss man ja verstehen. Ja, genau, ciao. Soll ich dafür den vollen Preis bezahlen? Was? Achso, die hat schon zu lange gewartet, oder was? Ja, bezahlen wir den vollen Preis. So, Onkel ist gleich nicht mehr so amused, ne? Lieferung, Lagerhaustor machen wir gleich. Kunde an Kasse, kriegen wir auch noch hin. So, warte. Und geh wieder automatisch zu. Vergiss es. Ist leider kacke. Du kriegst das Schloss aber nicht auf, weil das Fenster einfach mal automatisch zugeht. Schade. Schade, schade, Schokolade. Ich wünschte, es wäre besser. Nun gut. Aber dann machen wir es halt nicht. Mal gucken, was der Onkelchen gleich sagt. Drei haben wir immer geknackt. So. Unsere Kunden will ich auch nicht betrügen, aber die Leute, die ihren Müll abladen. Da bin ich schon ein bisschen, ne? So, Kunden an Kasse, Lagerhaustor, das machen wir jetzt. Neue E-Mail haben wir auch noch, die müssen wir auch noch lesen. So, danke, tschüss. So. Vielleicht geht's mit dem Controller besser. Ja, aber dann geht der Rest des Spiels nicht. Haben wir vorhin schon festgestellt. Als der Controller dran war, konnten wir keinen Reifenwechsel. So. Tschüssi. Lagerhaustor, Kunde an Kraftstoff, Lagerhaustor. So, was haben wir gekauft? Alle holen, ne? Place 55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 
5, 5, 5. Wow, okay. Das war heftig. Place 5, 5. Okay, Zeitung haben wir noch. Eis. 5, 5, 5. 5, 5. Nein, okay. Gut, Carcare. Place all, place all. So, Zigaretten. Place all, place all. Merken wir, glaube ich, nicht, ne? Brillen hat man noch ein paar. 5, 5. Hüte eventuell auch noch. Yo, 5. So, Hüte dauern ein bisschen. So. Dann wieder ein bisschen fegen. Eventuell muss ich jemanden einstellen zum Fegen. Wir haben, glaube ich, schon jemanden zum Fegen. Weil das doch langsam ein bisschen heftig wird, ne? Auch hier. So, ich komme gleich. Ich komme gleich. Kraftstoff. Ich komme gleich. Kunde an Kraftstoff. Ich komme noch gleich. Moment. So. Das hier muss, glaube ich, noch ein bisschen weiter rein. Und wir müssen den Müll abholen lassen. So. Morgen, was darf sein? Einmal Fanta? Natürlich, Fanta Mango, klar. Natürlich, hier ein Blubberlutsch, wie immer. Natürlich. Oh nein.